Ja, meine Lieben, ich habe es getan, aus der Stadt heraus von Dresden nach Schloss Moritzburg. Wird aber jetzt kein riesiger Fotovlog hier. Ich will mir hier einfach mal die Stimmung hier genießen und hier ein bisschen frühstücken von der Innenstadt, vom, ja, praktisch vom, von der Frauenkirche hierher. Sind es 14 Kilometer. Mit dem Auto ruckzuck ist man hier. Ich drehe euch mal rum, mit dem man Eindruck bekommt. Also hier hinten ist dann das schöne Moritzburg. Ich zoome euch mal hier rein. Das schöne Schloss, meine Kamera steht auch schon hier. Und ja, das Wasser ist eigentlich schon richtig glatt. Von hier rechts sieht so ein bisschen Dunst rein. Ja, das will ich mir jetzt mal mitnehmen. Ich habe mir jetzt hier verschiedene, oder was heißt, ich habe mir jetzt verschiedene, ich habe hier vorne, also hier sind so, muss ich mal wieder rauszoomen, das ist wieder zu viel. Ja, hier vorne sind dann so verschiedene Bäume und die Äste ragen hier so rüber, das habe ich mir mal mitgenommen. Und jetzt dieses Bild, ich würde sagen, ich blende euch jetzt erstmal diese Bilder ein, zwei Stück wahrscheinlich, und dann hören wir uns wieder. Ja, dann einfach ein kleines Stückchen weiter, oder ich stelle euch das Ganze mal hier vor, die Location. Dazu muss ich das mal hier runter machen, das Teil. Also hier ist so ein breiter Weg. Also ich drehe das Ganze mal rum. Also hier vorne ist die Straße, hier kommt man her. Dann gleich hier hinter dem Busch oder der Hecke. Hier hinten ist der Parkplatz, dann kann man hier einfach, sind so ein Durchgang, kommt man hier durch. Dann kommt man hier auf diesen breiten Weg und schon ist man hier an der Location von Moritzburg. Und dann geht dieser Weg hier außen, hier nach hinten, und dann könnte man hier hinten dann hier so rumlaufen. Dann habe ich mir von hier ein Bild mitgenommen. Und zwar, dass das Moritzburg hier so richtig schön so ein Framing von dieser alten Eiche hier hat. Aber aufpassen, dass eben keine Turmspitzen abgeschnitten sind. Dazu war ich irgendwie hier vorne. Also das Bild habe ich schon gemacht. Und spiegelt sich auch hier so die Wolken hier drin. Hinten Moritzburg. Nur habe ich hier etwas weiter reingezoomt. Deshalb auch mein 2405. Und wenn ich euch jetzt wieder rumdrehe, ich weiß nicht, ob das hier rüberkommt, hier hinten ist dann, ja, da zieht dann hier dieser Dunst hier so rüber. Aber ja, hier vorne dann durch die Sonneneinstrahlung hier drin sieht man davon nicht mehr viel. Also meine Lieben, mal wieder zurück zur Cam, zu meiner Kamera. Und ja, die Bilder will ich euch mal vorstellen. Ich setze das Ding mal ab. Ich würde sagen, ich blende erstmal die Bilder ein. Thank you.
Ja, Dresdner Altstadt, hierher, wie gesagt, 14 Kilometer. Auf die Idee, jetzt hierher zu kommen, hat mich eigentlich der Thorsten Engemann gebracht. Auch ein sehr umtriebiger YouTuber. Wir folgen uns auch gegenseitig. Ich kann sein Lokal, sein Kanal durch unten mal verlinken. Könnt ihr auch mal reingucken. Also der ist auch sehr, sehr umtriebig. Ist ja ganz Deutschland hier unterwegs. Und er war auch hier vor kurzem hier an Moritzburg. Er war, glaube ich, zum Sonnenuntergang hier. Ich weiß es nicht mehr. Denn hier hinten, also man muss dann hier von diesem Parkplatz, wo ich hier drüben parke, vorne ist ja Moritzburg und dort ist eigentlich der richtige Parkplatz. Da ist man auch vorne am Haupteingang vom Schloss. Dann kann man auf der gegenüberliegenden Seite, da kann man auch noch mal parken, fotografieren, in die Richtung dann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Er war dann hier hinten, ist da noch ein Leuchtturm. Ich glaube, das geht aber 2 Kilometer da nach hinten. Dann käme man zu diesem Leuchtturm. Das ist auch so ein kleiner See. Hätte sich, ja, man kann nicht alles haben. Wenn Dresden jetzt nicht gewesen wäre, dort hinten, also ich ahne hier schon ungeahnte Möglichkeiten, wenn dort hinten genauso der Nebel oder der Dunst über dem Wasser ist, der Leuchtturm, und die Sonne kommt dann im Gegenlicht. Ich glaube, vielleicht wäre das die günstigere Entscheidung gewesen und nicht Dresden. Ja, also Thorsten Engemann hat mich hier drauf gebracht. Wie gesagt, ich verlinke es unten. Schöne Grüße an dich, Thorsten, falls du das Video hier mal sehen solltest. War ein guter Tipp von dir. Einmalige Stimmung hier. Ein paar mehr Wolken könnten es ruhig sein. Und ich würde jetzt erstmal sagen, wir hören uns. Ja, meine Lieben, ich bin jetzt mal auf der gegenüberliegenden Seite. Habe mir hier auch mal so ein bisschen, sieht man das hier irgendwo, Moritzburg, irgendwo da hinten muss es sein. Ich habe mir jetzt hier auch mal schon mal 2 Perspektiven hier ausgesucht. Die eine stehen wir direkt davor, dazu drehe ich. Ja. Auch wieder hier durch diesen Baum hier durch. Die Blätter oben und rechts. Nur den Bildausschnitt ein bisschen enger gewählt. Jetzt kommt die Sonne hier so richtig schön rein. Ah, das sieht aber jetzt gut aus hier. Also das nehme ich mir mit. Und der Dunst sieht so schön hier rüber. Schade, dass hinten also ein Baukran rechts am Schloss ist. Aber dieses Bild nehme ich mir mit und sage ich einfach mal viel Spaß mit diesen Bildchen jetzt hier.
Ja, meine Lieben, auch hier von dieser Perspektive, ich dreh euch mal wieder herum. Also von hier habe ich mir auch noch ein Bildchen mitgenommen. Also man wird hier süchtig. Das ist eine absolut geniale Fotolocation. Ja, so ein bisschen hier das Schilf hier im Vordergrund. Ja, die Spiegelung ist dann hier drin natürlich nicht drin, ist aber wurscht. Da fährt man schön Vordergrund das Schilf. Dann läuft diese Baumallee hier so. Ja, wo bin ich denn? Hier so rein aufs Schloss. Der Bildausschnitt ist wieder ein kleines bisschen enger wie hier auf dem Pocket. Aber ein Traum. Auch von ein kleines Stückchen weiter hier. Von rechts habe ich mir auch noch ein Bild. Entweder blende ich beide ein oder ja, nur eins, mal gucken, was am besten kommt. Aber Leute, Hammer, Sachsen, Wahnsinn, was ihr auch für geniale Location habt. Hier kommen die Vögel, vielleicht fliegen sie mal durchs Bild. Sieht man die irgendwo im Bild? Ah, wahrscheinlich nicht. Hier ist ganz schön Betrieb. Und jetzt kommen die Bildchen. Ja, meine Lieben, das war mein Abstecher nach Moritzburg. Auch absolut genial. Also wer hier ist, soll das unbedingt, wie immer, unbedingt mitnehmen. Das ist traumhaft. Ja, dann gibt es ja noch den Leuchtturm hinten, wie vorhin schon mal angesprochen. Sollte man sich auch angucken, fotografisch mitnehmen. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang ist hier ein Traum. Also eine ganz tolle Location hier. Hier wurde ja auch schon mal ein Märchenfilm gedreht. Ich glaube hier Aschenbrödel wurde hier gedreht. Genau. Drüben ist glaube ich auch ein goldener Schuh vom Aschenbrödel, wo man, ja, man kann dann in dem Park drin, also in dem Schloss kann man reinlaufen, kann dort drin fotografieren. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Genehmigung. Ich weiß nicht, ob man eine Genehmigung braucht, um dort drin am Schloss zu fotografieren. Keine Ahnung. Habe ich jetzt eh nicht vor. Mir reicht das hier außen. Das ist so eine traumhafte Location. Herrlich. In diesem Sinne, meine Lieben, jetzt war es endlich geschafft. Dresden, Moritzburg. Also nochmal, Moritzburg begeistert mich fast mehr wie Dresden. Ja, bin mal gespannt auf die Bilder. Jedenfalls, meine Lieben, nochmal ciao, ciao, euer Frankie. Viel Spaß mit den Bildern, viel Spaß mit dem Video zum zweiten Mal. Jetzt verschwinde ich. Macht's gut. Ciao, ciao.